Ja, heute setzt Dortmund mal wieder ein klares Zeichen gegen den Nazi-Aufmarsch, der hier jährlich stattfindet. Der Kreisverband der Grünen ist wieder präsent, beteiligt sich an vielen Aktionen. Hilke, was ist eure Botschaft hier heute in der Stadt? Wir wollen verhindern auf Dauer, dass Dortmund zur Hauptstadt der Braunpest wird. Wir wollen ein klares Zeichen für ein demokratisches Dortmund setzen und wir wollen für die Zukunft verhindern, dass weiterhin dieses Theater hier am Antikriegstag stattfindet, weil es ist zwar ein Zeichen für viel Demokratie und für viel Zusammenschluss der demokratischen Menschen hier im Lande, aber es ist auf der anderen Seite auch ein Zeichen dafür, dass es notwendig ist, immer wieder aufzustehen gegen eine elementare Gefahr für die demokratische Gesellschaft. Ja, es gibt viele Bündnisse heute hier in Dortmund mit vielen bunten Aktionen, unter anderem Dortmund Nazifrei. Das ist ein neues Bündnis. Marie, die Grüne Jugend, war dabei oder ist dabei heute. Was ist die Botschaft des Bündnisses Dortmund Nazifrei? Das Bündnis Dortmund Nazifrei will mit friedlichen Blockaden es schaffen, den Nazi-Aufmarsch wirklich zu verhindern. Auf jeden Fall mit dem wichtigen Grundsatz der Gewaltfreiheit es schaffen, wirklich effektiv sich dem entgegenzustellen heute. Ja, die Botschaft ist klar, gewaltfrei und friedlich sich den Nazis in den Weg stellen. Und wir können nur zusammen appellieren, auch an die Polizei, dass dieser legitime Widerstand, der hier von Demokratinnen und Demokraten in Dortmund hier auf der Straße gezeigt wird, dass respektiert wird und dass es heute einen guten Verlauf nimmt. Ja, auf geht's. Nazis raus! Nazis raus! Ihr seht, wir haben es geschafft. Die erste britische Blockade in Dortmund steht. Wir sitzen hier auf der Nazi-Route und wir werden sie auf jeden Fall nicht durchlassen. Wir sind froh, dass wir es endlich mal geschafft haben, zu zeigen, dass Dortmunder auch auf die Straße gehen und sich den Nazis auch in den Weg setzen. Nach unserem Motto, kein Fußbreit den Nazis.